Mag das auch hier, wie der Sand einfach mal so ein bisschen rosa erscheint. Und da oben sieht man eine Sternschnuppe und diese Sternschnuppen sind, glaube ich, Leute, die das Spiel gerade abgeschlossen haben, beziehungsweise eine neue Reise beginnen. Und hier, das hier war jetzt auch das Level, in dem ich meine erste Bekanntschaft gemacht habe mit einem Online-Spieler. Und dieser Online-Spieler stand daneben auf so einem Hügel drauf. Und ich habe mir gedacht, hä, was ist das denn? Und da habe ich zuerst gedacht, das wäre ein NPC. NPC? Ja, NPC, so heißen die Teile. Also ein Computer. Also keine richtige Person, sondern einfach nur so ein Typi. Dann haben wir eine kleine Qualle. So, ich komme mal mit dir. Wo willst du hin? Also man kann sich auch gegenseitig halt hochhalten, sag ich jetzt mal. Ich glaube, hier drüben ist eine... genau, ein Symbol und ich glaube sogar eine Tafel und ich glaube sogar das kleine Easter Egg. Wo bist du hin? Oben irgendwo, ne? Ach, da kommst du. So, das Symbol wollen wir natürlich haben. Habe ich nicht erreicht. Super. Ah, habe ich bekommen, super. Jetzt tut er mir natürlich alles vorsagen. Aber nur gut. Hier müsste irgendwo... irgendwo ein kleines Blümchen sein. Dann ist es hier hinter, glaube ich. Ja, tut mir leid, ich kann jetzt gerade nicht fliegen. Ich bin ein bisschen langsam. Das Spiel ist halt so ein bisschen älter, aber es war letztens im PlayStation Store. Da ist die Blume. Hier, und zwar das ist die Blume von Flower. So ein kleines Easter Egg. Ah, hat die geantwortet? Nee. Ja, das muss ich mir später nochmal angucken. Ist er weg? Ich glaube, wir haben unseren Spieler verloren. Weil es leuchtet nirgendwo mehr weiß. Das hat man halt vorher erkannt, dass der so weiß geleuchtet hat. Nee, da vorne läuft er noch rum. So, hier hatten wir eine Tafel. Und da sieht man fünf Leute mit Vögeln und Bäumen. Das hat alles schon irgendwie Sinn, glaube ich. Wir haben jetzt zwei Symbole.
Zwei Symbole? Ein Symbol. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ah. Hui. Ich glaube, es gab sogar eine Trophäe, dass man mit einem Spieler das komplett durchspielt. So, und hier können wir noch eine Qualle loslassen. Oh, da! So, nochmal. Helft mir mal, bitte. Seid ihr alle doof? Schnurzelchens. Ja, einer. So. Ey, der wartet noch extra da oben auf mich. Das ist ja unfassbar. Okay, was auch immer er wollte, aber ich komme mal mit. Den ollen Berg hier hochkraxeln. So, waren wir da hinten schon? Ich weiß es gar nicht. Wir haben jetzt kommen wir da hoch. Das zweite Dings. Waren wir da schon? Ich komme da einfach mal hinterher. Voll nice. So, aber hier gibt es keine... Keine... Mir fällt das Wort nicht ein. Fuck. Oh. Keine Tafeln. Das ist das Wort. Hier ist, sieht schon sehr bedrohlich aus. Aber ich glaube, die letzte... Das letzte Symbol weiß ich, wo es ist. Irgendwo ganz oben. Und da sind eingesperrte Dings, wie man sieht. Guten Tag. Dankeschön, dass du mich hier hochgeholt hast. Eingesperrte Quallen und die war auch eingeklemmt da gerade. So, und die helfen uns hier nach oben. Da hat man schon irgendwas ganz Böses gesehen. Irgendwas, was grün geleuchtet hat. Genau, ich glaube hier... Entweder war das hier eine Abkürzung? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Der meckert jetzt gerade wahrscheinlich rum. Bist du doof oder was? Nee, komm ich nie hoch. Brauche ich ihm nicht. So. Ich lasse mich von dem nicht hetzen.
So. Und hier hinten ist das letzte Symbol. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich online gleich ausschalten soll. Oder nicht. Aber hier gab es sogar 4 Symbole. Ich glaube, wir haben gar nicht alle 4. Ah, das Bildchen hatten wir auch vorhin mal gefunden. Meine ich mal. Da hatte ich gesagt, dass das eine Stadt mit Sand ist und so. Da sind ganz viele Quallen. Stoffquallen. Die bringen uns jetzt wieder woanders hin. Ganz aufregende Musik.